Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Train Simulator Classic, dem altbekannten Train Simulator 2022 und mit einer Neuheit. Ich habe sie auch zu Vorstellungszwecken bekommen, die Hamburger U-Bahn-Linie U1. Vielen Dank nochmal für das Bereitstellen des Add-ons an Altair, dem Erbauer des Add-ons. Und in diesem knapp 58-minütigen Video möchte ich euch gerne die U1 gerne vorstellen, die zunächst mitgeliefert wird mit dem DT5. Der DT4 kommt ein bisschen später, die anderen Fahrzeuge, habe ich so gehört, kommen dann auch mit den anderen U-Bahn-Linien. Sozusagen der DT3, den kennt ihr ja auch noch, der fuhr ja auch bis vor, glaube ich, einem Jahr noch im Plandienst. Jetzt fährt er auch natürlich noch im Plandienst, allerdings nur im Berufsverkehr. Auf der U1. Und wir fahren hier mit dem DT5. Ich bin schon ein kurzes Stück gefahren und ich war schon wirklich sehr angetan. Auch die Fahrphysik. Bin zwei, drei Stationen gefahren und die Fahrphysik, muss ich persönlich sagen, ist besser wie bei der U-Bahn Frankfurt. Gefällt mir wirklich sehr gut. Originalansagen habe ich dementsprechend auch bekommen, mitgeliefert werden. Die alten von Ingrid Metz. Hier habe ich die Stimme von Anka Hanaka oder wie die Dame da auch immer heißt. Ich mag die neue Stimme persönlich nicht, aber damit es realistisch im Video rüberkommt, habe ich sie eingefügt. Die alten habe ich mir natürlich dementsprechend gesichert und so weiter. Ja, ich würde sagen, wir starten in Norderstedt Mitte, dem nördlichsten Endpunkt der U1. Anschluss an die AKN-Züge VT2E in Richtung, ich glaube, Ulzburg, und da kann man auch Elmshorn fahren und dann halt Richtung Neumünster. Genau, ich würde einfach mal sagen, wir starten das Ganze. Fortfahren. Drücken die Taste F. Warten, bis das Ding hochgefahren ist. Hier können wir uns auch in den Innenraum setzen. Wir können auch hier die Sichten durchschalten. Hier sitze ich persönlich immer gerne, wenn ich mal in Hamburg bin, hier auf den Längssitzen. Und so weiter, so zum Beispiel. So, dann bestätigen wir hier die Zugkonfiguration. So, dann ist auch alles eingeschaltet. Rollo können wir hier auch übrigens hoch und runter ziehen. Das ist sehr schön. So, dann geben wir hier die FIS ein. Da geben wir die F1-Menü. Da sehen wir das. Da steht zum Beispiel 010706. Achso, das geht auch direkt weiter. Zielnummer 29. Fahrer, die können wir uns wählen. Wir nehmen einfach die 19 49 36 und Eingabe quittieren. Zack, dauert einen kleinen Augenblick. So. Wunderbar, perfekt. Perfekt. Status Info. Kann man die Funke irgendwie einstellen? Beleuchtung. Ja, Beleuchtung ist standardmäßig eingeschaltet. Können wir auch ein bisschen im Display gucken. Traktion, Video, Parameter. Was haben wir hier zum Beispiel? Aha, Druckluft. Ja, jetzt die Türen, die stelle ich mal wieder auf Steuerung Shift T. Da könnt ihr die manuell mit der Minustaste rechts freigeben und mit der Komma-Taste links freigeben, mit der Punkt-Taste wie immer schließen. Das Ganze findet ihr auch im Handbuch, was mitgeliefert wird. Ach, hier können wir die ZZA einstellen. U1 übernehmen und dann FA ist Farmsen. Übernehmen. Zack. So haben wir dann auch Farmsen hier stehen. Da steht auch ein VT2E, AKN. Nach Kaltenkirchen. Genau, Kaltenkirchen war das. Genau, richtig. Kaltenkirchen. Genau. Alarm, Alarm. So. Funk noch hier irgendwie eintragen? Ja, das habe ich aufgemacht. Anmelden. Anmelden. Ja, wir fahren hier ins Szenario. Das nennt sich Norderstedt Mitte nach Farmsen. Ich wollte eigentlich einen Quickdrive machen, aber ich möchte, dass da auch die Züge, wie gesagt, die Zielanzeigen haben und Ansagen hier alles läuft. Da kommt ein DT4.
das mal auf der Karte hier anschauen. Das ist die Linie. Fahren dann hier. Kellinghusenstraße. Inga, zwei Endpunkte, einmal Ohlstedt und Großhansdorf. Großhansdorf ist der längste Abschnitt. So, jetzt fahren wir mal los. Tür zu. Auf geht's. Ansagen gehen hier vollautomatisch. Nächster Halt, Lichtweg. Ausstieg rechts. Sehr schön finde ich, dass die Ansagen mit einem Hall versehen sind, dass das Ganze realistisch rüberkommt. Wir werden hier nicht immer ganz pünktlich sein, denke ich, weil das, ich möchte euch auch ein bisschen mal die Bahnhöfe zeigen oder so. Deswegen. Ja, das ist halt TS. Hui. Wie auf dem Servierteller. Wir fahren hier einen 8-Wagen-Zug, 9-Wagen-Zug, Entschuldigung, also 9 Wagen haben wir hier. Ah, Haartafel ein bisschen vergeigt, aber... Ah, ein bisschen, Leute, ein bisschen. Ich mache hier ein paar Bilder. Thumbnails wieder. Ja, die Kamera geht da halt besser, nur ein Dummy-Bild, aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Nächster es ist halt da. Garstedt. Ausstieg links. Zunächst fahren wir hier etwas durch die Vororte Hamburgs, bevor wir dann ab Kellinghusenstraße so ins richtige Hamburger Leben eintauchen werden. Wir werden unterirdisch fahren. Die U3 verkehrt ja oberirdisch an den Landungsbrücken vorbei. Die kommt, denke ich, auch irgendwann. Oh, hallo, die D2. DT3, hallo. Bahnstation richtig schön gemacht hier. Ja, ich war ja schon in Hamburg. Ich fahre ja demnächst auch wieder nach Hamburg. Da werde ich, denke ich, auch mal mit der U1 mal fahren. Sehr schön finde ich mit der Tastenkombi hier. So, Fahrplan. Ja, der ist natürlich sehr straff, aber wir sind noch gut in der Zeit. So. Nächster Halt, Ochsenzoll. Ausstieg links. Da
Geil, dass man so auch rückwärts gucken kann. Das ist richtig cool. Ich kann auch jetzt hier durchschalten. Hui, das andere Zugteil. Nächste, GT4. Sehr gut. Auf den freue ich mich am meisten. GT4, das ist so richtig cool. Herrlicher Himmel da oben. Ja, wir fahren durch Morgengrauen hier. Ochsenzoll. Sehr schön hier die Anzeigen, dass die auch gehen. Fährt sofort. Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt. Großhansdorf. Ohlstedt. Richtung. Wir fahren ja nur bis Farmsen. Norderstedt Mitte. Cool. Schön gemacht. Oh, der Zug sieht auch richtig gut aus, muss ich sagen. Ich bin auch sehr gespannt auf diesen Hamburger U-Bahn-Simulator, der da auch in Arbeit ist. Da soll ja die U3 ja sein, die ja an den Landungsbrücken da lang fährt. Nächster Halt, Tünitzmoor. Ausstieg links. Schön viele Abstellanlagen, da kann man richtig wieder tolle Szenarios hier, denke ich, machen. Bin ich auch sehr gespannt. Also mir macht das schon richtig Spaß zu fahren hier. Schön. U-Bahn. Moin. Grüß dich. Kommt das Flair hier richtig rüber hier. Typischen Schrägaufzüge da. Oh, wir sind eigentlich immer pünktlich. Ja, nicht immer. Wir gucken uns ja auch ein bisschen hier die Gegend auch an. Gut, natürlich gibt es hier natürlich nicht viel zu sehen, außer Büsche hier. Gut, dahinter ist jetzt natürlich nichts, wie man da sieht, aber was ist in echt ja genauso, ne? Wir sitzen ja meistens auch im Führerstand. Nicht im... Selbst die Piktogramme kannst du hier lesen, ne? Das ist krass. Auch alles hier. Die Plakate hier. Gut, die Bildschirme jetzt auch nicht. Moin, grüß dich. Ausstieg links. Fahrscheine bitte. Den Strom holt sich natürlich die Hamburger Hochbahn, so heißt es ja richtig. Ich sag ja mal U-Bahn. Von einer seitlichen Stromschiene, wie man links sehen kann. Man sollte sich tunlichst in Acht nehmen. Ansonsten ist man weg vom Fenster. Gab es natürlich schon viele Unfälle, auch in Berlin bei der Berliner S-Bahn. Ist einer ausgerutscht und dann, der Rest brauche ich nicht erzählen. Signalstörung auf Sichtfahren mit liegenbliebenen Zugrechnungen. Das sind echt ja eigentlich auch bei der richtigen Eisenbahn. Ne? Wenn ich da den Befehl 12 kriege... Auf Sicht, ne, Rotausleuchtung, ne, muss ich ja auch immer damit rechnen, oder bei ZD7, dass da irgendwas im Gleis stehen könnte. Nicht kann, könnte. Ein abwechslungsreicher KI-Verkehr, mal DD4, mal DD5. Wie nicht.
natürlich bin ich jetzt hier kein U-Bahn-Fahrer, der jetzt so reinheizt. Aber ich bemühe mich. Bemühe mich, Leute. Herrlich sieht aus hier. Auch schön mit den Stationen hier. Langenhorn, Eingang Fortkamp. Schön die Tafeln hier, Fahrkarten, Tickets, Plakate. Sieht richtig gut aus, also. Gefällt mir richtig, also. Station, Tür zu. Langenhornmarkt, unser nächster Halt. Der Außensound überzeugt. Hören wir mal zu. Nächster Halt, Langenhornmarkt. Ausstieg links. Hier sitze ich immer gerne. Ja, die Strecke führt hier meistens in einem tiefen Einschnitt von Büschen umgeben, Wäldern, Parks und alles. Pfeife. Fuhlsbüttel Nord. Wir sind in der Nähe vom Flughafen Hamburg. Passt. Guck mal, super. Sehr gut. So, ja. Sollte ich noch T drücken, dann gehen die Türen auch auf. Aber auch cool, ne, dass die Türen hier auch bleiben. Das ist cool. Jetzt machen wir sie mal zu. Oh, Speedtür. Direkt zu. Ja, ich muss T drücken, dann gehen sie auch auf. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja einfach einen Auszug. Geil. Oh, Flugzeug. Geil. Hallo. Das ist cool gemacht. Dass ein Flugzeug auch hier fliegt, wenn wir hier fahren. Das ist richtig cool gemacht. Das gefällt mir. So kleine Details, die gefallen mir einfach. Freue mich immer drauf. Sowas. Ja, drückt die Taste D. Da gibt bestimmt wieder Kommentare. Warum hast du die Tür nicht auf? Oh, brauche ich doch nicht. Gibt's auch keinen Ärger im Zug. Langenhornmarkt kann man auch zu vielen Buslinien umsteigen. Das war gerade schön mit dem Flugzeug. Das hat mir echt gut gefallen. Wunder mich schon, was da für ein Sound hier. Ach komm, Flugzeug. Ah, da ist das Flugzeug. Ah ja, das ist ja genau. Geil. Ui, die Vieh wieder. Die Vieh. Dazu. Schulzbüttel. Ausstieg links. Ja,
Ja, die Fahrt dauert eine Stunde nach Farmsen. Da gibt es natürlich auch noch den Langläufer bis Großhans, aber ich wollte das Video jetzt nicht 90 Minuten werden lassen. Den anderen Abschnitt, da können wir uns demnächst auch mal im Quickdrive ansehen. Und auch mal in die Gegenrichtung fahren von Großhansdorf. Genau. Da fahren wir ja auch unter der Strecke Hamburg-Lübeck. Da ist ja da die Ecke Ahrensburg. Oh, da fährt ein Hochbahn-C2. Hallo? Hallo? Oder schon Ohlsdorf. Kann man zu S1, S11 umsteigen zum Airport Express. Da ist auch die S-Bahn-Hauptwerkstatt Ohlsdorf. Das sind aber recht pünktlich, ne? Also so straff ist der Plan jetzt nicht. Natürlich. Oh, da ist er. Hochbahn. Hallo. Stehen wir da mit Waschmaschinen-Sounds hier. Schön Vogelgezwitscher hier. Herrlich. Schön. Fährt mir richtig. Weiter geht's. Ausstieg links. Schön, dass die Türen auch nicht überall aufgehen. Ist auch sehr gut. Boah, ich bin reingeheizt gerade. Ui, schneller. Oh, da kommt der Gegenkurs. In der Tiefe. Sehr schön. Jetzt war natürlich nicht so der DT5-Fan, aber er ist ja auch nicht schlecht, ne? Also. Bei KI ziehen die Türen auch auf. Schön. Nächster Halt, Ohlsdorf. Übergang zur S1. Anschluss in Richtung Hamburg Airport. Next Stop, Ohlsdorf. Change here for Hamburg Airport. Ausstieg links. Ja, mittlerweile fährt ja die S1 zum Flughafen. Früher war das ja der Airport Express Bus. Da ist ja die S1 aus Poppenbüttel. Flughafen durch den Tunnel. Ah, da steht sogar 474. Sehr schön, KI. Hallo. Richtig leben hier. Sich gehört. Haben wir eigentlich hier Kaffeepause? Nee. Ach, wir hätten wenigstens hier in Ohlsdorf Kaffeepause oder so. So 5 Minuten Aufenthalt. Kaffee trinken. Oh, anfangen. Tür auf, hallo. Was steht da hier? Schön, sieht gut aus. Das ist das KI-Version. Mit richtiger ZZH. Bin ja begeistert. Da ist die Hauptwerkstatt. Nächster Halt, Singelmannstraße. Ausstieg links. Thank you.
Alsterdorf, Übergang zu 109. Ah, da ist die Hamburger Güterumgehungsbahn von Eidelstedt. Eidelstedt nach Rotenburgsort und Harburg. Ja, die führt jetzt erstmal die ganze Zeit neben uns, bevor wir dann die wieder verschwinden dann. Tür auf. Hui. Gut aus. Oh, so gut in der Zeit. Fahrplan ist einhaltbar. Man wollte nur nicht klüngeln, ne? Na, Quick Drive können wir dann fahren, wenn wir halt von Großhansdorf oder so fahren. Das können wir dann machen. Scheinwischer kann man hier steuern, oder wie? Ah ja. Nächster Halt, okay. Alsterdorf. Ah. Ausstieg links. 109. Ja, meine, es wäre heute die 19, wäre das, ne? Ja, meine ich. Ah, da ist die Wende. Passt. Wie ne? Genommen sie hier. Echt. Geil. Genau unter die Lupe nehmen. Richtig gut aus, ey. Die Wände hier. Passt. Geil gemacht. So. Zum Zug. Lattenkamp. Nächster Halt, Lattenkamp. Ausstieg links. Jetzt unterqueren wir die Güterumgehungsbahn. Straße kenne ich da auch. Da fahren wir auch mit unserem Omnibus hier lang. Jetzt fangen wir wieder von der Güterumgehungsbahn ab. Oh, schön Kurvensounds, herrlich. Ja, ich freue mich wieder, demnächst wieder in Hamburg sein zu dürfen. Also Hamburg ist, finde ich, für mich die schönste Stadt Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt. Also Hamburg ist, sag ich mal, immer eine Reise wert. Tolles ÖPNV-Netz, muss ich sagen, auch. Und Top-Anbindung hier alles, Top-Takte. Und man braucht ja gar nicht auf den Fahrplan gucken, geht man zu, 5 Minuten, 10 Minuten kommt, passt. In anderen Städten, da musst du schon rennen, weil der nächste erst in 20 Minuten kommt. Und so weiter. Ja.
Nächster Halt, Gutwalker Straße. Ausstieg links. Das ist jetzt richtig chillig hier. Let's get up. Ah, Kellinghusenstraße. Kann man zu U3 umsteigen. Jauf. Wir kommen immer auf die Minute genau an. So muss das sein. Oh, den Strohbad nehmen wir hier hin. Stromschiene. Schaku hier. Tür wieder zu. Beep, 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 beep. Lost. Nächster Halt, Kellinghusenstraße. Übergang zur U3. Ausstieg rechts. Da ist die Strecke. Aus Barmbek. Früher hat man das mit CK geschrieben, da hat man mal Barmbek gesagt. Also ja, Barmbek. Weil ohne C vor K. Oh, DT5 vor U3. Sehr gut. Ah, hier haben wir ein bisschen Aufenthalt. Naja. Geringfügig. Ne? Hier ist 9. Stopp. Hier ist extra eine 9. Müssen wir halten. Haben wir extra eine 9 gehabt. Ah, hier ist das Schöne hier. Das gefällt mir am meisten hier, wenn man mit der U3 reinfährt. Hier. Das schöne Tor hier. Ehrlich. Stein. Schön. Ja, hier machen wir Anschluss. U3. Müsste. Ah, da kommt sie auch schon. Perfekt. Nach Wandsbekmarkt. Wandsbek Gartenstadt, meine ich. Genau, wir fahren ja auch Wandsbek Gartenstadt. Da endet ja die U3. Wir kommen ja dann aus dem Tunnel raus. Sieht man auch hier. Jetzt fahren wir ein Stück parallel hier, ne? Da. Wandsbek Markt, genau. Wandsbeker Chaussee. Ja, Ritterstraße. Da gibt es einen guten Dönerladen. Ritterstraße, Leute. Sehr zu empfehlen. Ritterstraße. Sehr lecker. Kriegt ihr noch kulinarische Infos hier von mir, Leute. Oh, der fährt auch. Zack. Oh, mal gucken, wer schneller ist. Nächster Halt, Klosterstern. Ausstieg links. Bitte beachten Sie den Abstand zwischen Bahnsteigkante und U-Bahn. Da ist er. Jetzt fahren wir wieder in den Tunnel rein. Ja, die Kurve ist hier mit 40. Wisst ihr auch warum? Weil das hier so laut ist und die Anwohner sich hier beschwert haben. Mimi, mimi, mimi. Jetzt geht's rein in die Röhre. Ins Loch. Das ist eine enge Kurve hier, deswegen. Jetzt fahren wir erstmal für eine lange Zeit im Dunkeln.
Nächster Halt, Hallerstraße. Ausstieg links. Doch, Tür bei der Fahrzeug. Ah, das ist halt typisch DS. Mit Sounds, das ist. Also man merkt auch wirklich hier schon, dass sich hier sehr viel Mühe gegeben wurde bei diesem Add-on, also mit viel Liebe zum Detail, wie das mit dem Flugzeug oder halt hier die ganzen, dass man da wirklich sagt, ja, das kenne ich aus der Wirklichkeit, das kenne ich aus dem echten Leben, weißt du, dass man sagt, ja, das erkennt man halt wieder, ne? Das ist für mich, finde ich, bei einem realen Add-on, was irgendwas Reales nachbildet, sehr wichtig, dass das auch aussieht, als wäre ich gerade da, ne? Es ist halt, und auch die Sounds hier und sowas, das hat schon was. Das macht Spaß. Ah, sogar der Netzplan da, den kann man bestimmt auch lesen. Weiter geht's. Nächster Halt, Stephansplatz. Übergang zum Regional- und Fernverkehr, zum Kongresszentrum sowie zum Messegeländeeingang Ost. Next stop, Stephansplatz. Please exit here for regional and long distance trains, as well as Congress Center and Exhibition Halls, Entrance East. Ausstieg links. Ja, Stephansplatz liegt ja in der Nähe vom Regio- und Fernbahnhof Hamburg-Dammtor, als Haltepunkt deklariert. Deswegen sagt sie das hier auch an. Nächster Halt, Jungfernstieg. Übergang zur U2, U3, U4, S1, S3, zum Rathaus und zur Alster Touristik. Next stop, Jungfernstieg. Please exit here for Town Hall and Alster Boat Trips. Ausstieg links. Ich bin, wie gesagt, gespannt, was im OMSI Webdisk Adventskalender drin ist. Mal gucken. Bin ich sehr gespannt.
Jungfernstieg. Nach Meßberg, dann kommt Steinstraße, Hauptbahnhof. Lübecker Wartenau, Ritterstraße. Und dann fahren wir wieder Oberelde, sind wir auch schon bald da. Nächster Halt, Meßberg. Ausstieg links. Ah, ist für Rangieren hier. Genau. Rangieren muss oder so. Finde ich gut, dass da so Haartafeln gibt. Orientierung. Schön DT4. Knalltüren. Druckluft, hat man richtig gehört. Nächster Halt, Steinstraße. Ausstieg links. Steinstraße. Oh, große Kathedrale hier, ey. Das finde ich ja richtig geil, ne? Das ist mir ja jetzt erstmal aufgefallen, dass er das hier anzeigt im Display, ob du zu kurz gefahren bist, ne? Das finde ich cool. Das ist geil gemacht. Dieses Feature, ne? Das heißt, du weißt das als Spieler, aha, ich bin zu kurz gefahren, Türen sind außerhalb des Bahnsteigs. Das ist cool. Das ist mir jetzt mal so aufgefallen. Ich habe da nicht so genau hingeguckt. Nebenbei, ja, aber... Jetzt ist mir das mal richtig so aufgefallen. Cool. Schönes Feature. Gefällt mir. Ich bin sehr gespannt, wie der DT4-Führerstand dann aussieht. Auf den freue ich mich am meisten. DT4. Oder DT3. Irgendwann. Silberpfeil. Nächster Halt. Der Hanseat. Übergang zur U2, U3, U4, zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop, Hauptbahnhof Süd. Please exit here for Central Station. Ausstieg links. So, jetzt zeigt er an, zu kurz. So, jetzt. Jetzt passt's, so. Passt. Genau. Oh, hier haben wir ein bisschen Aufenthalt. Na gut, das passt. Das sagt TS manchmal.
Wie gesagt, natürlich, Link zum Produkt kann ich euch dementsprechend ja noch nicht geben, da das Produkt ja noch nicht erschienen ist. Ich hoffe mal aber, dass ich mit diesem Video euch einen Einblick in dieses Add-on geben kann. Und ich hoffe, dass ihr es dann zahlreich kaufen werdet, um euch die Kaufentscheidung ein bisschen zu erleichtern. Es kommen natürlich dann auch noch weitere Videos von den anderen Abschnitten. Mal schauen, was noch für Szenarios kommen. Oder vielleicht kommt ja der DT4 noch. Mal schauen. Schauen wir mal. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber definitiv kann ich euch sagen, das Add-on ist ein Geld auf jeden Fall wert. Also, wenn da dann irgendwann noch die anderen U-Bahn-Linien kommen und so. Nächster Halt, Lohmühlenstraße. Ausstieg links. Das wird dann schon richtig geil. Also, da hat man dann wirklich viel zu fahren. Gerade auch die U3 Landungsbrücken da. Das wird richtig cool da. Dann so eine schöne Abenddämmerungsfahrt mit so einem geilen Himmel da, wie wir vorhin hatten. Also dann ist wirklich, kann ich sagen, Hamburg meine Perle. Das ist wirklich super. Die Tunnel sind wirklich sehr gut gemacht hier. Macht schon echt Spaß. Ja, die Tür kann man jetzt nicht öffnen, das ist jetzt aber nicht so schlimm. Hier würde ich so eine Gardine machen. Genau. Aber passt. So, Türen dicht. Nächster Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U3. Ausstieg links. Ich finde es cool, dass hier auch Leute drin sitzen. Ne? Das macht auch schon was her. Also wenn wir mit so einem leeren DT5 hier durch die Gegend fahren. Cool, wir drehen uns um, sogar die Tür ist offen. Das ist cool. Ist geil gemacht. Salam. Ja gut, das ist ein Bug, dass die so schnell zugeht. Aber von außen geht sie nicht schnell zu, deswegen, das kennen wir halt nie anders. Nächster Halt, Wartenau. Ausstieg links. Hier.
alter Straße. Nächster Halt, Ritterstraße. Ausstieg links. Ich finde das mal geil, so aus dem hinteren Führerstand zu gucken, wenn man aus der Station rausfährt. Das hat irgendwie was. Wenn Sie einen guten Döner essen möchten, steigen Sie bitte hier aus. Gleich fahren wir auch wieder oberirdisch. Ja, gleich fahren wir wieder oberirdisch. Und dann kommt ja bald Farmsen schon. Bei 1,5 Stunden, das wäre mir persönlich auch zu lange für ein Video. Deswegen so eine Stunde kann man machen. Da sieht man viel. Und wir fahren ja auch, ne, den nördlichen Abschnitt hier praktisch. Und dann fahren wir irgendwann die anderen Abschnitte da. Nächster Halt, Wandsbeker Chaussee. Übergang zur S1. Ausstieg links. Nächster Halt, Wandsbek Markt. Ausstieg links. Das Abstellanlage auch. Nächster Halt, Straßburger Straße. Ausstieg links. Thank you.
schon ziemlich lange hier im Untergrund, ne? Also das ist... Richtig gute Arbeit, also Sedon ist wirklich sagenhaft. Es macht richtig Spaß. Nächster Halt, Alter Teichweg. Ausstieg rechts. Ab da fahren wir ja wieder oberirdisch. Genau. Jetzt wieder ans Tageslicht. Gartenstadt. Übergang zur U3. Ausstieg links. Raus aus der Röhre. Da ist die U3. Zu 1. Von links kommt die U3. Endet hier in Panzerbeck-Gartenstadt. Da steht einer sogar. Machen wir Anschluss. Hier, da unterquert man die Strecke da. Hamburg-Lübeck hier. Die Strecke ist ja auch eingleisig hier, der Abschnitt nach Großhansdorf. Das ist auch der interessanteste, finde ich, persönlich. Und der ist hier nach Ohlstedt. Ist ja ein kleiner Ast hier. Ah, da kommt er. Anschluss, hier auch.
Jetzt kommen noch Trabrennbahnen und dann Farmsen. Dann ist das Video auch schon zu Ende. So schnell kann es gehen. Jetzt können wir wieder 80 fahren. Nächster Halt, Trabrennbahn. Ausstieg links. Das ist eine kurzweilige Tour gewesen. So schnell sind wir da. Ne? Das ist Wahnsinn. Wenn ein Add-on so schön ist, gestaltet, man erkennt viel wieder, dann geht die Zeit halt schnell rum. Bitte 4, sehr gut. Oh, schöne Sitze. Nächster Halt, Farmsen. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. Ja, in Farmsen endet dann das Let's Play zur Hamburger U-Bahn-Linie U1. Von Norderstedt-Mitte nach Farmsen. Wir werden aber noch in die Abstellung fahren und dort uns dann verabschieden. Ja, nochmals, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, einen Kommentar drunter schreibt, wie ihr bisher die Hamburger U-Bahn-Linie U1 findet. Ich hoffe, ich konnte euch durch dieses Video einen Einblick geben und euch die Kaufentscheidung wesentlich erleichtern. Da steht der DD3 für den Berufsverkehreinsatz. Station, Farmsen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und vielen Dank nochmal an die Bereitstellung des Add-ons für die Vorstellung. Farmsen. Alle aussteigen, wieder raus. Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. This train terminates here. All change, please. Please exit on the right hand side.
in die Abstellung. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns morgen zum Livestream. Da werden wir auch nochmal die U1 fahren, und zwar die anderen Abschnitte, Großhansdorf und Ohlstedt. Oder einmal komplett bis nach Norderstedt von Großhansdorf. Mal schauen, was sich ergibt. Das finde ich cool. Erstmal in die Abstellung fahren. Da hinten fahren wir. Für mich, ich weiß nicht, wie dann in der Vorschrift heißt. Oh, schön, die weichen Sounds, ehrlich. Ui, jetzt richtig hier lang, ey. Haben wir jetzt waschen oder was? Wir fahren durch. Fahr einfach durch die Waschanlage durch, warum nicht? Hui, einmal durch hier, zack. Ach, da hinten müssen wir hin. Schön, so eine Abstellfahrt. Zack. Würde es dann wieder auf die Hauptstrecke gehen, Richtung Großhansdorf. Endstation. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Wir sehen uns morgen im Livestream. Wenn wir uns nicht sehen, ein schönes Wochenende. Gut gemacht, Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen.